Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Walking Dead, Staffel 1, Episode 5. Das Finale. Ja, wenn ihr nicht wisst, was jetzt bis hierhin passiert ist, dann schaut euch zumindest die Folge vorher an. Da gibt es so einen kurzen Rückblick am Anfang und was bisher geschah. Und dann wisst ihr auch, was in der Folge vorher geschah. Das wäre jetzt alles ein bisschen viel, das hier zu ja wieder alles wieder zu kreuen. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich dann los. Wir sind im Hotel The Marsh House angekommen, wo Clementine, oder wo wir zumindest Clementine vermuten wegen des Funkspruchs, und hoffen sie jetzt hier zu finden. Ah, er kann aber nicht woanders hingehen. Okay. Was mit der gespannten Schnur, da gefällt mir gar nicht. Wir schauen uns dann zuerst mal hier noch einmal so ein bisschen um. Aber da gibt es scheinbar nichts anderes. Also schauen wir uns die Tür zunächst mal an. I got us adjoining rooms. Where is she? I already told you she's fine. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Put your things down. Let me out! Who's out there? Ah, ich wollte gerade rufen, dass wir es sind. Quiet, please, sweetie. Your things. There. Das ist nicht viel, es ist nur dieses komische Ball, das wir haben, und das Walkie-Talkie. Ach komm, sind wir ehrlich. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down. Ich denke, der hat uns ja schon beobachtet. Unten auf der Straße. Und er hätte wahrscheinlich gewusst, dass wir dieses Ball haben. Do you know who I am? No, I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest. Ach du full of all Scheiße. sorts of food, water, things you need to survive. Yeah. I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? I'm sorry. Whatever it is, whatever happened, you have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance, but I've got nothing left. Have you ever hurt somebody you care about? Yes, of course. Who? My wife. Clementine said she wasn't with you.
I heard her a long time ago. How? In a lot of ways. She traveled for work. I didn't like that. I wanted a family. A reasonable thing to want. So we fought, and it made my biggest fear come true. Got sick one day on my way to class, canceled it and went home. Found her there with someone else. Killed him. I was mad at her for so long, and I can't imagine how much pain she felt. Oh. How about you? I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. I'm sorry. Komm, wir provozieren ihn nicht weiter. The longer we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Jo. Aber das können wir ihm nicht sagen. We all do. Some more than others. I'm not like you. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. I was trying to find someplace safe for her. You let a boy get yanked out of a window and into the night so you could protect a pretty girl with a gun. It was impossible to save him, to save them both. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold. Jeder musste gucken, wo er bleibt. How could you know all this? You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Na, viel mehr kann mich mehr wehtun. I'm sorry! I hear that. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Look, I was bitten. You were what? Yeah. I probably don't have a whole lot of time. Wow. Okay, then. You'll take care of her? We'll give her a home. Why are you saying we? Hey, honey.
I think this is all gonna work out. What are you? Ah. I'm glad too. I wish it wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Scheiße. Alter! Oh Gott, Clem. Smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Saved me. It's my fault. Everything is dangerous. Like you said. It's okay. You learn. Wir reden mal ganz kurz mit ihr. Which way out? Through there. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Tochter des Governors in der Serie. Wer es gesehen hat, der weiß, was ich meine. Und wer es noch nicht so weit gesehen hat, vielleicht mal noch sehen will, der wird dann sehen, was ich damit gemeint habe. Ich werde jetzt nicht weiter spoilern. Es würde mich gerne interessieren, was hätte er gesagt, wenn wir den Van nicht leer geräumt hätten? Wenn wir ihr den Pulli nicht gegeben hätten? Gut, mit der Farm, das hätten wir nicht vermeiden können. Ich glaube, das hätte er uns einfach nur dann die paar Sachen vorgeworfen. Okay. Mehr gibt es uns nicht mehr für uns. Get here.
Entweder es liegt. That's how we'll get out of Savannah. Entweder es liegt an diesem Matsch, den wir an uns haben, oder es liegt daran, dass wir schon fast tot sind. They smell horrible, which means you have to too. Yuck. Okay. Oh no. Ach, wir müssen noch mal hacken. Komm dann. Boah. Schmieren wir sie ein bisschen voll damit. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Are you done? A little more. I want to be sure. There. That should do it. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. Mm-hmm. I'll keep you safe. Hold on, Meadow. Nein. Clementines Mutter. Yeah, I'm a Clem. We have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! It was
little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three! See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Oh, God. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. Seht ihr, wie gelb seine Augen schon sind? Be a way out over there. Good, good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they wanted to chew me up. It was hard. I don't know how you did it, but you did good. Okay? Keep going. We're almost there. Get up, Lee! The door is right here! I can't. You have to! Then I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up! I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Clem, I will. You know what you have to do. No. I can't. There's no way. We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. There's a chair over there. Not with your hand, das haben wir denn hier nur... Ach, hier ein Baseballschläger. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Use the bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. We'll get you in there. Don't worry. We're doing good. The way out's through there, Clem. I know. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Ach doch, hier. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock.
This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, we're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with it. Strapped over there. Be careful. You can get what you need from him. The keys. And then the gun. Yeah. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? The keys. In case you have to make a run for it. Im Notfall muss sie uns so zurücklassen. Get him! Get him! Grab it! Watch out! Au! The bat, Clint. Nein. Get the bat. Kommt die schwerste Entscheidung, die ich in der Spielgeschichte jemals treffen musste. Bitten wir Clem, dass sie Lee erschießt? Oder soll sie Lee zurücklassen? Auf der einen Seite ist es verdammt viel erwartet von Clem, kurz nachdem sie gesehen hat, dass ihre Eltern tot sind, den einzigen Beschützer, den sie hat, zu erschießen. Auf der anderen Seite Clem damit leben zu lassen, mit dem Gewissen, dass aus Lee ein Walker geworden ist, oder ein Beiser, wie es in der Serie genannt wird, oder ein Zombie, wie man es auch immer nennen will. Und irgendwann wieder sie vielleicht irgendwann wieder auf ihn stößt. Eher als Zombie, das könnte ein Kind. Wir lassen sie, On my turn, honey. If I do, it won't be good. No, you can't. You can't do that. Trust me, Clem. I don't want to. I'm trying. I'm trying. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweet pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that.
don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. It's for your safety, Clem. If you don't get out in time. But I can wait until then. No, honey. You can't. You can't risk it. It is like Larry, huh? I know you did it to protect me. Yes. You just have to do it. It'll be okay. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I can. Find Omid and Krista. They're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also, what is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Das war The Walking Dead Staffel 1. Nun ja, schauen wir uns dann mal kurz die Analyse an. Wow. Ach, wenn ich nicht mehr wusste, mit was uns alles der Typ konfrontieren würde, dass der der Besitzer von dem Kombi im Wald war und mit den Vorräten in Episode 2, am Ende von Episode 2, glaube ich, und so weiter und so fort. Außer, dass halt der Typ existierte und dass er über Funk mit ihr redete. Und ich jetzt gewusst habe, was auf mich hier zukommt. Also ich weiß nicht, ob es beim reinen Zuschauen bei einem Let's Play rüberkommt. Und deswegen habe ich auch so wenig gesprochen bei den ganzen Teilen, weil es ist nach meiner Meinung, kommt man noch weniger in die Story und in die einzelnen Charaktere rein, wenn einer die ganze Zeit vom Thema vorbei quatscht und Hauptsache, dass er am Reden ist. Und ich weiß trotzdem nicht, ob es beim reinen Zuschauen man so in diese Charaktere und in die Geschichte hier reinschlüpft, die man selbst spielt und selbst diese Entscheidungen klickt und nicht nur diese Entscheidungen sieht. Dennoch hat es Telltale hier geschafft, dass einem wirklich jede einzelne Entscheidung, rette ich den und wir verlieren den, rette ich den oder rette ich den, bis hin zu soll Clem damit leben, mich zurückgelassen, also Lee zurückgelassen zu haben und dass er ein Zombie wird, oder soll sie damit leben, dass sie ihn erschossen hat?
Und im Endeffekt haben wir gesehen, egal wen wir gerettet haben, egal was wir für die Gruppe getan haben, sie wäre am Ende so oder so völlig zerfallen. Egal wie sehr wir uns anstrengten. Naja, schauen wir uns dann mal kurz die Analyse hier noch an. Also Verzweiflung ließ Arm entfernt haben 71%. Samt uns. Also, das haben wirklich die allermeisten gemacht. Konsequenten Beherrschung verloren. Du und 74% der Spieler haben ihre Beherrschung verloren. Wann haben wir die Beherrschung verloren? Was, welche Stelle meinen die jetzt damit? Beherrschung verloren im Sinne von aufbrausend werden? Beherrschung verloren im Sinne von den Anfällen? Und wenn ja, würde ich gerne von den restlichen 26% sehen, wie sie die Beherrschung nicht verloren haben, wenn das diese Anfälle waren. Waffe aufgegeben. Du und 59% aller Spieler nach etwas gegriffen. Weiß jetzt auch nicht, welche Stelle damit gemeint war. Es fallen mir nämlich jetzt ein paar mögliche ein. Du und 57% der Spieler klemmt den Fremden töten lassen. Da auch so eine Stelle. Das scheint ja wirklich fast 50-50 zu sein. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie ich es hätte können verhindern, dass sie ihn nicht töten muss. Also wenn das Samus schon mal gespielt hat und er hat das diese Stelle verhindert, dann soll er mir das bitte sagen. Also es wäre, oder könnt das bitte in die Comments schreiben, wie man das schafft, den zu töten, ohne dass Clem ihn töten muss. Und dann die letzte Entscheidung. Wir und 53% der Spieler haben sich, 63% der Spieler haben sich entschieden, die Verwandlung zu stoppen. Das ist wirklich eine Entscheidung, die ich jetzt nicht begründen kann. Ich kann nicht sagen, was ist besser. Ich glaube, beides ist einfach nur schlimm. Und damit haben wir jetzt zumindest mal Staffel 1 hinter uns. Am Freitag und Samstag folgt das DLC 400 Days. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehenswert. Auch wenn es jetzt natürlich nur fünf neue Charakter oder sechs neue Charakter vorstellt und nicht jetzt so tief geht wie das hier. Und wann und ob wir, also ob und wann, ob wir auf die treffen in Staffel 2 und wann und wie wir, wenn, auf sie treffen, das ist jetzt ganz schön viel Unbekannten in diesem Satz, naja, das sehen wir dann beim Let's Play von Staffel 2, das geht dann am Montag weiter. Wow. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass mir das gerade nochmal so nahe geht. Naja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich hoffe, ihr seid damit in der nächsten Folge nochmal mit dabei, wenn es heißt The Let's Play The Walking Dead 400 Days am Freitag und Samstag. Morgen könnt ihr auch nochmal einschalten. 16 Uhr kommt Let's Play Bully. 18 Uhr steht noch nicht fest, ob der The Crew Roadtrip kommt. Oder ob wir das Ganze jetzt aufs Mal zumindest mal so eine Zeit ruhen lassen. Und um 20 Uhr kommt auf jeden Fall Let's Play Retro Phantasmagoria 2. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666. Obwohl hier, einen Moment noch gerade. Nochmal kurz so einen Überblick. Du hast seinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast ihm ins Gewissen geredet. Du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste. Er starb beim Versuch, Ben zu retten. Wobei wir das nicht gesehen haben. Ich bleibe dabei. Was wir nicht gesehen haben, können wir auch nicht.
Als Tatsache wahrnehmen in so Genres. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Nein, vor dem Tod ihres Sohnes. Du hast Lily zurückgehalten, als Kenny ihm den Kopf einschlug. Larry starb im Kühlhaus in der Molkerei. Du warst auf ihrer Seite, als Dinge verschwanden. Du hast dich entschieden, ihr deine Vergangenheit anzuvertrauen. Lily hat das Wohnmobil gestohlen und wurde nie wieder gesehen. Du hast ihm geholfen, in den Zug zu kommen. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Du bist in Crawford Verben eingestanden. Also, ich lese das jetzt nicht mehr vor, ich sag's jetzt gleich. Ich habe Ben um Hilfe gebeten, Clementine zu finden. Ben stürzte in eine Gasse in einer Gasse in Savannah in den Tod. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Sie hat sich schon gewusst. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Sie wurde von Lily getötet. Du hast sie gegen Lilys Anschuldigungen verteidigt. Okay, ich lasse das du wirklich. Das klingt echt weird. Ich habe sie in dem bisher schlimmsten meiner Tage kennengelernt. Ich habe ihr meinen Biss gezeigt. Ich habe ihr und Emit gesagt, dass sie sollen mich am Zug treffen. Ich habe sie und Emit gebeten, auf Clementine aufzupassen. Ich habe ihnen gesagt, er sei seltsam. Ich hatte recht. Ach, das ist der von der Farm. Er war bei mir, als ich seinen Bruder gefunden habe. Nein, stimmt, das ist die aus der Mokerei. Als ich meinen Bruder gefunden hatte, und der starb, als die Walker auf die Drogerie angriffen, weil wir ihn nicht retten konnten. Doug, Kennys Sohn. Du hast auf Herschels Farm geholfen. Ich habe auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Megan habe ich gesagt, er sei nicht gebissen worden. Ich habe ihn erschossen, bevor er sich verwandelte. Er war bei der Lösung des Rätsels da in dem Hotel mein Assistent. Und mit dem Abspann verabschiede ich mich jetzt noch einmal von euch. Macht's gut. Bis entweder morgen beim Let's Play Bully oder Freitag bei Let's Play Walking Dead 400 Days. Ich würde mich freuen, ihr wärt dabei. Bei Replika 666.
just be.